Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zurück zu Grounded. Wir haben in der letzten Folge die Assel-Rüstung fertiggestellt. Und ja, ich würde sagen, heute gehen wir mal rüber, wahrscheinlich erstmal hier zu den schwarzen Ameisen, schauen mal bei den Müllsäcken vorbei. Und anschließend würde ich wahrscheinlich, mal gucken, ob wir das in der heutigen Folge alles schaffen, aber nochmal rüber zu den Termiten gehen. Und genau, schauen, was wir da noch so Schönes finden. Bei den Termiten würde ich ganz gerne nochmal gucken. Die brauchen wahrscheinlich ja spitze Waffen. Das heißt, wir müssen da noch irgendwie einen Speer oder sowas machen. Wir haben ja diesen Dreizack irgendwo rumliegen. Glaube ich. Ich meine, den haben wir gemacht, oder? War das ein Dreizack? Ich muss mal gerade schauen. Die liegen ja über die ganzen Teile jetzt rum. Ich muss hier wieder so ein bisschen reinkommen. In unsere Sortierung. Aber hier ist es, genau. Hier ist die Kiste, die ich gesucht habe. Ach nee, das war hier sogar... Nee, gar nicht wahr. Nicht Stachelspeer. Aber es war, glaube ich, ein normaler Speer war das, ne? Also hier kein Dreizack. Hä, wo ist der denn hin? Achso, hier ist ja noch eine Kiste. Nee. Oder hatten wir nur... Nee, wir hatten doch nicht nur das Messer, wir hatten doch noch ein bisschen mehr. Das hier können wir mal gerade analysieren, genauso wie das. Das können wir gerade noch machen. Das tun wir auch noch ganz fix. Und ansonsten, hier ist noch ein bisschen was. Aber das hatten wir doch analysiert, oder? Kaugummi. Nee, ich weiß es gar nicht. Aber irgendwie... Nö. Hier ist nur das Messer drin. Haben wir echt nur das Messer gebaut? Ich dachte, wir hätten noch was Besseres gemacht. Komisch. Ja, dann weiß ich nicht. Kann man ja mal gucken, ob wir vielleicht so einen Dreizack machen oder so. Das ist wahrscheinlich der beste Speer, den wir jetzt machen können. Vielleicht gibt es auch noch einen anderen. Weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Ansonsten gucken wir halt erstmal, was da drüben ist. Und ich finde das halt immer noch cool, diese Rüstung. Ne? Auch mit diesem Handballenschutz. Oder nee, Handrückenschutz. So, zeig mal her. Kaugummi-Trennwand. Dann die Rüstung mal kurz. Dann kriegen wir da auch wieder ein paar Punkte raus. So, das hat er mir nicht, nämlich noch in die Kommentare geschrieben. Dann machen wir das natürlich auch. Das habe ich gar nicht mehr gesehen gehabt. Ja, nee, dann würde ich sagen, können wir auch direkt aufbrechen. Essen habe ich eben zu mir genommen. Ich habe auch wieder aufgefüllt. Also 15 Pilze haben wir jetzt gerade dabei. Das sollte erstmal reichen. Ansonsten hier, die können wir gerade noch mal ganz schnell ernten. Dann kriegen wir da auch wieder Nachschub. So, hoppala. Oh Gott. Was macht die da? Keine Kriegsführung vor meinem Haus, bitte. Ja, ist doch eine schöne Summe hier. Ja, der dicke Pilz, der bleibt mal weiterhin stehen. Der ist gerade unsere Deko. Da haben wir auch gar nicht mehr nachgeschaut, ne? Was wir da noch mitmachen können. Müssen wir mal gucken, bei Zeit. So, hier ist Rüstung drin. Wobei, die sollte ich vielleicht mal runterlegen, weil die ist halt auch nicht so gut. Und wo schmeißen wir Kaugummi rein? Nee, hier einfach. So, gut. Ja, nee, das passt. Dann würde ich sagen, brechen wir auf. Ich könnte mal gerade vielleicht noch so einen kleinen Tropfen vertragen, der hier irgendwo hängt. Ansonsten haben wir alles dabei, ne? Bis auf jetzt wirklich einen Speer, da müssen wir mal gucken. Wobei, ich kann doch auch eigentlich... stechen. Hoppala. Wir können mal gerade was gucken. Ich will mal gerade schauen, ob wir vielleicht sogar irgendeinen coolen Speer machen könnten. Ja. Nee, wo habe ich die Werk... Ach, hier. Ich wollte gerade sagen, wo habe ich die Werkbank hingestellt? So, Stechmückennadel. Das hier wäre, glaube ich, was, oder? Da steht aber nicht, was das jetzt ist. Oder? Oder übersehe ich das gerade? Da steht nicht, was das ist. Also hier, das ist ja klar, das ist stumpfe Waffe, aber ist das jetzt hier... Also ich würde davon von Stechen ausgehen. Das sieht aber halt auch einfach aus wie so ein Schwert. Deswegen bin ich ja gerade so ein bisschen unsicher. Hier. Nee, Splitterfall. Oh, der sieht aber gut aus. Der sieht auch gut aus. Ja. Ach, hier unten war es doch. Genau, hier ist Unterwassersachen. Das ist der Speer, den ich meinte. Aber dann würde ich eher... Oder wir holen uns erstmal Stechmücken. Das können wir halt auch machen, ne? Weil dann können wir erstmal das hier machen. Dann brauchen wir zwei Stechmückennadeln. Wir wissen, wo die sind. Ja, oder Stachelspeer. Haben wir sogar fast alles da. Ist sogar besser. Lebensraub und kritische Trefferschutz. Das würde mir sogar mehr zusagen, ehrlich gesagt. Dann lass uns mal gerade ein, zwei Bienen killen. Ich hoffe, die sind nicht zu krass. Aber wir haben ja schon mal eine gekillt. Die war ja ziemlich easy.
Dann müssen wir am besten wahrscheinlich sogar rüber nochmal zum Tisch. Dann machen wir das vielleicht vorher. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll, bevor wir jetzt einfach da reinrennen bei den Ameisen. Und ja, wenn die hier schon Stechen als Schwäche haben, dann brauchen wir bei den anderen gar nicht erst gucken. Das wird bei denen nicht anders sein. Getötet 61, was denn? 17. Ja, und halt scharf, ne? Scharf ist auch, aber scharf im Sinne von, Pfeile mit dem Chili-Süßkrams oder was das war. Na gut, ich laufe mal gerade darüber. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir eine Biene irgendwie versuchen rauszuziehen. Wo bin ich überhaupt? Oh, hi. Hier bin ich. Genau, eine Biene versuchen rauszuziehen und nicht den ganzen Schwarm mitzureißen. Das wird wahrscheinlich gar nicht so leicht werden. Ansonsten probieren wir den ganzen Schwarm zu killen, der da rum... Oh, au. Der da rumschwirrt. Ich laufe mal schnell rüber. Da oben fliegt tatsächlich gerade eine Biene rum. Vielleicht schaffen wir es, sie zu treffen. Oh, die ist aber echt weit weg. Ich meine, da hinten sind die ganzen anderen, ne? Das sind jetzt 400 Stück. Die kidnappen mich dann einfach. Die nehmen mich einfach mit. Fehlt nur noch, dass es diese Steroiden-Bienen aus Family Guy sind oder wo das war. Ich glaube Family Guy. Wo ist denn die Biene jetzt? Da hinten. Jetzt muss ich da hier hinterher rennen. Sag mal, bleib mal zurück. Da stirbst du doch eh. Du gehst doch eh jetzt. Oh, hi. Du gehst doch eh jetzt unter da hinten. Hopp. Hinfort mit dir. Wo ist sie? Da ist sie. Da fliegt sie. Vielleicht brauchen wir auch nur eine. Ich weiß gar nicht. Nee. Ich glaube, wir brauchen ein paar mehr, ne? Aber hier, das sieht gut aus. Oh. Da geht's runter. Da wollte ich gar nicht runter. Was ist denn das? Ist das... Ach so, eine Fliege, die unter Wasser fliegt. Jetzt nicht mehr. Ja. Bienchen, wo bist du? Jetzt ist es weg. Ich geh jetzt zum Tisch. Komm, scheiß drauf. Ich geh jetzt zum Tisch. Wenn wir sterben, dann wissen wir es. Wie krass die sind. Und dann, schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir es ja auch hin, eine zu killen. Und, oder vielleicht zwei und dann schnell wegzurennen. Das könnte ja auch funktionieren. Da ist auch wieder eine. Ah. Boah, das war ärgerlich. Das war so knapp gerade. Komm schon. Jetzt fliegt sie zurück. Nicht zurück zum Lager. Hoppala. Ach, komm, leck mich doch. Na, kommst du? Magst du? Ey, du hast meinen Pfeil fallen lassen. Dankeschön. Nummer 1. Ja, das ist ja echt nichts. So, wir haben einen Stachel, einen Bienenpelz. Oh, Schwertmeister. Oh, warte mal, da müssen wir direkt mal nachgucken. Ich gehe mal kurz hier in Sicherheit. Mehr oder weniger. Ich hoffe, hier bin ich sicher. Ich hoffe, die zerstören die Treppe nicht. Das wäre echt schade. Ja, ich glaube, die sehen mich hier nicht. Schwertmeister. Hier, Schwertmeister. Wenn du deine Beherrschung der Klinge verfeinerst, weiß dein scharfer Verstand genau, welche Schnitte dein Gegner schwächen. Schwertangriffe verringern den gegnerischen Schaden. Beherrschungsbonus. Wenn du Kreaturen mit einem Schwert angreifst, entfernst du vorübergehend deinen Erschöpfungstimer? Das ist halt beides echt gut. Ich weiß halt nicht, ob das so gut ist. Also ich bleibe jetzt erstmal hierbei und damit fahren wir eigentlich recht gut die letzte Zeit. Oh, da ist ja noch einer. Oh, da sind ja noch ein paar. Was hab ich denn da? Das ist der Bogen, oder? Oh, nice. Das lohnt sich. Hier können wir richtig Bienen farmen. Ich meine, die tun mir auch irgendwo leid so, aber... Ja, ne? Oh, das können wir auch mitnehmen. Ich will halt weiterkommen. Da müssen wir das machen. Ist das eigentlich hier... Ja, das wäre Ross. Also es hat sich schon gelohnt, glaube ich, hier hochzugehen.
Ach, komm schon, der hat nicht gesessen. Was? Oh mein Gott. Warum so aggressiv? So, jetzt aber. Gut, 7. Ich muss mal schnell aus den Leichen hier raus, sonst kommen vielleicht noch ein paar andere. Aber das war schon mal sehr, sehr erfolgreich. Wir schauen mal gerade auf den Plan. Und der Plan sagt, Stachelsperre. Genau, wir haben alles. Tatsächlich. Bienenstachel haben wir jetzt 2. Brauchen wir keinen mehr für. Das heißt, wir können jetzt erstmal nach Hause. Genau, das war auch der bessere. Stimmt, ja. Nee, dann gehe ich jetzt erstmal nach Hause. Dann brauchen wir noch ein paar Seile. Ich weiß nicht, ob wir die noch auf Vorrat haben. Wir haben ja ein paar gemacht. Aber auch wieder ein paar verbraucht. Deswegen bin ich mir da gerade so unsicher. Aber dann machen wir jetzt mal gleich den Speer. Und dann können wir eigentlich auch schon aufbrechen zu den schwarzen Ameisen. Und ja, dann können wir irgendwann auch mal eine Rüstung daraus machen. Aus den Tierchen. Dann können wir da auch so durchspazieren, wenn wir das überhaupt brauchen. Ich weiß halt nicht, wie viel da hinten kommt. Vielleicht kommt da halt auch ein neuer Endboss. Weil da ist halt auch der Superchip, ne? Zumindest in die Richtung. Der ist ja hier, aber von hier kommen wir ja locker darüber. Wobei, hier ist ja auch noch einer gewesen. Stimmt. Es waren sogar 2 da unten. Na gut, ich renne mal schnell heim. Und dann schauen wir mal, dass wir den Speer bauen. Geh weg. Hopp. Home sweet home. Da sind wir wieder zurück. Dann gehen wir da immer hoch. Dann kann ich eigentlich... Ja, bis auf die 15 Pilze war eigentlich alles in Ordnung. Und die Pfeile. Ist halt cool, wenn man das irgendwie locken könnte oder so. Nee. Wo hatte ich denn die Pfeile überhaupt? Die sind nicht in der Ausrüstungskiste. Da sind die Bienensachen drin. Hier sind sie. Ich hatte 2 Stacks, ne? Ja, 50 hatte ich, glaube ich, dabei. Beziehungsweise 44. Stachelspeer. Gebaut. So, dann gehen wir mal ins Inventar. Wo können wir den denn noch drauflegen? Hier über den Hammer einfach. Genau. Ich denke, der ist ganz nice. Da gucken wir mal direkt hier. Können wir da was machen? Nee, haben wir nicht da. Verdammt. Können wir denn craften? Haben wir wahrscheinlich aber auch nichts da. Müssten wir wirklich wieder sammeln. Ja, haben wir nicht da. Okay, alles klar. Ich habe jetzt erstmal Hunger. Ja, mach mal. Ach komm, hier, nochmal weg damit. Genau, ich habe jetzt erstmal Hunger, ein bisschen Durst. Das heißt, ich werde jetzt... Ach komm, hol ich hier den angebrochenen Stack mit. Ich werde jetzt mal so ein paar Sachen besorgen. Ja, noch ein paar Pilze, ein bisschen was zu trinken. Und da können wir uns eigentlich auch schon wieder auf den Weg machen. Wobei, es wird jetzt auch langsam dunkel. Ah, das ist natürlich wieder nicht so nice. Vielleicht, ja, weiß ich nicht. Vielleicht bauen wir hier nochmal schnell ein bisschen weiter. Haben wir überhaupt noch was offen? Ja, eine ganze Menge sogar. Was hatten wir denn da überhaupt offen? Hä, was hatten wir denn überhaupt offen? War das hier? Ach doch, da oben. Ich muss mal gerade schauen. Ich weiß jetzt gerade echt gar nicht mehr, was wir noch offen hatten. Wir haben ja beim letzten Mal noch die Lichter ausgebaut und so. Aber, ach hier, Balkon. Ja, ja, okay. Ja, nice. Dann ist das Ding auch durch. Dann ist das Vorübergehen schon mal fertig, das Ding. Ich glaube, das Bett lassen wir hier. Wobei ich aber hier, das können, da, lass das mal ein bisschen machen, würde ich sagen. Lass uns noch mal ein bisschen bauen, weil wir ja eh warten müssen. Deswegen würde ich nämlich sagen, lass uns doch einfach hier mal dicht machen. Wo ist denn die Tür? Da ist sie. Ach so, ja. Das ist natürlich blöd. Ich hätte jetzt gerne echt hier zugemacht. Ich guck mal gerade mit den Schrägen. Du passt da rein. Das ist okay. Wenn ich dann hier sagen würde, das wird dicht. Hier könnten wir auch einfach eine Schräge reinmachen.
Und dann machen wir hier einfach dicht. So. Kann man eigentlich... Ja, gut. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Ich glaube, hier machen wir gänzlich dicht. Weil wir da halt auch eh nicht mehr stehen können. Dann bleibt das einfach außen als Teil des Treppenhauses. Komme ich da nicht ran? Wieso komme ich denn da nicht ran? Was ist das für Mist? Wieso ist denn das jetzt so? Ich will das aber an die Wand docken und nicht... Ach, das ist doch blöd. Das ist doch blöd. Dann mache ich einfach den. Ah, das gibt's ja auch nicht, ne? Kurze Wände. Oder Wandstücke. Irgendwie... schwierig. Genau, machen wir so. Ja, genau so würde ich das haben wollen. Wieso geht das denn da nicht? Wieso geht das denn da nicht? So, einmal hier platzieren und dann einmal... Hä, das hat doch gerade funktioniert. Das hat doch da gerade funktioniert. Ja. Ich meine, wir können ja auch so machen. Wobei, da ist halt voll die fette Lücke drin. Das finde ich halt kacke. Ich will da noch nur zumachen. Einmal probieren wir es jetzt noch. Ah, warte, das war. Das war es fast. Standort belegt. Warum? Da ist doch nichts. Was ist denn? Es kann natürlich sein, das könnte ich mir gerade vorstellen, dass er vielleicht irgendwie kollidiert mit dem. Jetzt habe ich auch so die Sachen wieder weggelegt. Mit dem Treppenbein. Ich probiere das mal kurz. Moment. Nee, das geht leider nicht. Schade. Ja. Ich würde ja, oder hätte halt gerne die Ecke hier wirklich noch mitgenommen. Wir setzen jetzt einfach wieder die Wand hier hin. So wie sie war. Und dann machen wir... Ja, was machen wir dann? Kann man hier eigentlich... Nee. Wieso kann man denn eigentlich keine Halbwände bauen? Das ist doch irgendwie... Da fehlt was. Das muss doch irgendwie machbar sein. Ich schaffe wieder darauf hinaus, dass ich das so bauen will. Ich mache jetzt mal wirklich kurz einfach das hier. Ne, das geht auch nicht. Ach, scheiß drauf. Das machen wir später. Das machen wir später. So, 19 Uhr. Gut. Ich wollte ja sowieso eigentlich die Treppe ein bisschen umbauen, oder? Wollte ich das nicht? Ja gut, wenn ich die jetzt eins... Das können wir mal gerade schnell schauen. Wenn ich jetzt eins zurücknehmen würde, dann wird das, glaube ich, mit einem Raum stehen und sähe nicht so nice aus. Ja, ja, genau. Das ist schwierig. Und hier will ich halt auch eigentlich nichts ändern. Im Endeffekt kann man es ja auch so lassen. Das war jetzt nicht das Schönste, meiner Meinung nach. Wenn man hier einfach von der Treppe aus runtergehen muss, ohne ja, einen Zwischenboden dazwischen. Aber es ist ja trotzdem okay, denke ich. Ja, ich werde mal schnell ein bisschen was aufbauen hier. Ich habe jetzt mal ein bisschen was gebaut. Ich zeige es euch gerade mal. Nachdem wir eine Runde geschlafen haben. Wir können es ja eigentlich so machen, dass wir einfach, ja, ne? Das so bauen. Wir lassen es einfach komplett durchgängig hinten offen. Machen das hier wie so eine kleine Wohnung, mehr oder weniger. Und machen dann hier einfach die Tür eins weiter nach innen. Weil du kannst die Tür leider nicht direkt hier anstellen. Das hätte ich sonst gemacht. Aber ich denke mal, so ist das auch ganz nett.
Ich denke, so ist das auch ganz nett. Das bauen wir dann irgendwann mal weiter. Da unten ist auch noch irgendwas zum Bauen. Was ist das denn? Ach, hier die Lampe. Ja, ja, okay. Genau, nee, ich denke, das ist ganz nett. Ansonsten sind wir soweit vorbereitet, bis auf Essen, dass wir losziehen können. So, dann nehmen wir uns einfach mal hier die 14 Stück mit für jetzt. Better than starving, I think. Ja. So. Da ist noch ein bisschen was. Hallo Ameise. Gut, nee, dann passt das. Ja, ein paar Pilze haben wir noch dabei. Unterwegs werden wir 100% auch noch welche finden. Das heißt, ja, jetzt kommt das mit den Ameisen. Mit den schwarzen Ameisen. Das heißt, wir werden jetzt nochmal, habe ich eigentlich, ja, habe ich markiert. Okay, alles klar. Dann mache ich mal gerade einen Wegpunkt dahin. Das war, wie sind wir denn da hingekommen? Über den Sandkasten, ne? Ich bin gerade echt am Überlegen. Ich glaube, hier durch irgendwie. Genau. Da werden wir hinlaufen. Genau. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im Sandkasten wieder. Dann wollen wir mal. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein paar Pilze gefunden und... Achso, hier oben ist ja noch kein Brutzeln. Ich hoffe, wir kriegen das Brutzeln nicht. Wahrscheinlich kriegen wir es aber schon. Da fände ich es eigentlich ganz cool, wenn die Rüstungen... Also wenn bessere Rüstungen die Vorteile der vorigen Stufe mit sich bringen würden. Ich glaube, das finde ich ganz geil. Weil jetzt haben wir natürlich extra so eine Rüstung gebaut. Und damit du da reinkommst ohne Probleme, müsstest du drei Rüstungen im Endeffekt mitnehmen, ne? Eine für die andere Seite, die wir jetzt anhaben. Fürs Kämpfen halt. Dann die Brutzelrüstung. Und die Ameisenrüstung. Müsstest du alles mitnehmen. Hier ist Schatten, hier ist Schatten. Hinfort mit euch. Oh Mann, warum geht das hier so mit dem Putzeln? Oh shit. Okay. Ja, das meine ich, ne? Aber gut, wir haben jetzt den Vorteil, jetzt ist noch relativ früh. Die Markierung ist nicht 100%. Der wird da, glaube ich, auch nicht reingehen, oder? Oder ist er da drin? Das sehen wir jetzt. Oh Gott. Ein bisschen erschrocken, du Sau. Tschüss. Wir sehen uns. So, du bist eine Liebe, oder? Du bist eine ganz, ganz Liebe. Stechen. Jo, Stechen ist die Schwäche. Ja, nice. Ist auch ein Einhänder. Perfekt. Dann können wir auch hier richtig schön durchrennen. So, jetzt muss ich halt auch echt wieder überlegen. Da ist jetzt wieder ein bisschen was her, dass ich hier runtergelaufen bin. Jetzt ist die große Frage, wo ging es lang? Ich meine, da kam irgendwo ein Licht und dann sind wir... Da ist es auch schon. Und dann sind wir einfach, na, dem Licht hinterher. Folge den Spinnen. Ach nee, das war im Film. Na? Hä? Okay, das könnte ein bisschen mehr Schaden machen. Oh, verdammter Mist. Ich könnte echt viel mehr Schaden machen. Ich habe mir da ehrlich gesagt ein bisschen mehr raus erhofft. Hier. So ein Mist. Da habe ich mir ein bisschen mehr draus erhofft. I'm not scared.
Ja, das macht schon ein bisschen mehr Schaden. Oder es stechen einfach, ja, aber das passt ja nicht. Das ist ja auch Stechen mit dem Speer. Oder ist das Pieksen? Oh. Aber hier haben wir eine ganz gute Position gerade. Hier sonst. Champion of the Sun. Oh. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Muss ich das Ding werfen? Das macht doch dann voll Schaden. Bekommt doch dann voll Schaden, oder nicht? Ich glaube, wir haben alle Pfeile zurückbekommen. Hä? Achso, das ist hier dieses. Ich dachte gerade schon. Wie konnte ich das denn zurücklassen? Ja, okay, so viel dazu ist nicht die beste Idee. Komm, jetzt treffen die mich noch in der Luft. Nice. Die andere rennt gerade mit meinem Pfeil weg und die ist hier lang gelaufen. Da ist ein bisschen dunkel. Ich hol mal direkt wieder die Fackel raus. So, das war... Nee, du hast nicht angegriffen. Okay, du darfst leben. So, jetzt haben wir ein paar Teile bekommen. Aber würde halt auch noch nicht reichen für eine Rüstung. 100% nicht. Ich habe echt mehr erhofft, ne? Aus dem Speer. Sonst hätte ich den nicht extra gebaut. Dann wäre mir das scheißegal gewesen. Da ist ja das Schwert besser. Das hier ist nice. Das ist halt nice. Aber das kann man leider nicht irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Dazu noch anziehen. Achso, das ist Assel. Schwarze Ameisen. Schwarze. Hier. Ach, da brauchen wir Bienenteile sogar für. Siehst du mal. Schwarze Ameisen. Her. Ja, okay. Wobei, warte mal. Der Helm. Ich glaube, wir hätten genug Teile dafür, rein theoretisch. Wir gehen aber erstmal weiter. Schauen wir nochmal eine Bandage rein. In der Hoffnung, dass wir da noch ein bisschen hochhalten bis zu dem nächsten Angriff. Ja, aber das ist halt schon ernüchternd. Das ist ernüchternd. Wir gehen trotzdem mal durch. Natürlich. Komm ins Licht hier, dann sehen wir noch was. Na, jetzt kommen die anderen noch. Oh, da kannst du nicht abhauen, ne? Oh mein Gott, ey. Scheiß Ameisen. Ich laufe einfach mal weiter. Das ist halt schon etwas nervig, ne? Dass du da nichts machen kannst. Die Waffen sind alle scheiße. Ach, Mann. Dieser scheiß Speer. Hätte ich mir den gespart. Und das ist halt nichts wirklich effektiv. Das ist halt das, was gerade nervt. Nichts. Gar nichts. Black Ant, working away here. Kann ich eigentlich irgendwo gegen die Tonne kloppen? Weiß nicht. Also. Da fühle ich mich mit dem Schwert ehrlich gesagt sicherer die ganze Zeit.
Hoppala. Ich gehe mal gerade direkt da rein. Dass wir mal ganz kurz hier pausieren können. So, mach auf. Danke. Mach zu. So. Gut, also. Wir müssen auf jeden Fall wieder ein bisschen was essen. Das Ding war leer, ne? Das haben wir geplündert. Genau. Wir müssen auf jeden Fall was essen. Und dann sind wir, glaube ich, auch bald schon durch. Dann sind wir auf der anderen Seite. Und hoffentlich gibt es auf der anderen Seite ein bisschen was zu trinken. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Ihr wisst ja dann, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst mir einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, was auf der anderen Seite so Schönes auf uns wartet. Macht's gut. Bis zum anderen Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.